Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial für World of Tanks. Ich habe für heute einen neuen Mod ausgesucht, und zwar den World of Tanks Tank KP in Ears Mod, so heißt er eigentlich auf Englisch. Ich habe diese Seite hier übersetzt und ihr könnt diesen Mod auf dieser Seite herunterladen, wenn ihr auf diesen Button hier oben klickt, wenn ihr den Browser Google Chrome habt oder Google Chrome, wie auch immer, könnt ihr die Seite übersetzen in Deutsch, so wie ich das hier getan habe. Und wenn wir dann hier runter scrollen, finden wir diesen Link und dann klicken wir auf diesen drauf, die Datei wird uns gedownloadet und wir ziehen uns diese Datei auf den Desktop. Nachdem wir das getan haben, machen wir einen Rechtsklick auf unser World of Tanks Symbol, klicken anschließend auf Dateifahrt öffnen, scrollen dann hoch und klicken auf den Res Mods Ordner. Nachdem wir das getan haben, können wir die gedownloadete Datei öffnen und finden in der gedownloadeten Datei zwei Versionen des Mods vor. Die erste Version des Mods zeigt euch die Lebensbalken oder die Lebensanzahl eures Teams bzw. des gegnerischen Teams unabhängig davon, wie viel Leben sie haben. Also der Balken ist bei jedem Panzer gleich groß. Und die zweite Version zeigt euch halt an die Lebensbalken der Panzer abhängig davon, wie viel Leben sie haben. Da sehen wir hier auf dem Bild auch, dass die Balken hier unterschiedlich groß sind. Ja, ich werde jetzt die erste Version einfach nehmen, da ich sie etwas hübscher finde. So kann man das, denke ich, sagen. Und dann haben wir hier einen Res Mods Ordner, einen 9.4 Ordner in dem drinne und einen XVM Ordner. Dann nehmen wir den Res Mods Ordner auf unserer Festplatte, also von unserem richtigen World of Tanks Spiel, ziehen hier einfach den XVM Ordner rein und haben dann noch einen 9.4 Ordner in beiden Dateien. Auf beiden Dateien klicken wir auf diesen drauf, das ist bei uns halt die neueste Version, und wir ziehen jetzt aus der gedownloadeten Datei die GUI und die Scripts Ordner in unseren 9.4 Ordner rein. Wenn wir das getan haben, ist dieser Mod eigentlich installiert und wir können World of Tanks starten und wir sehen uns dann gleich in-game wieder. So, und jetzt sind wir in-game und jetzt sehen wir auch bei uns, dass dort, wo unsere Verbündeten uns aufgelistet werden bzw. die Gegner uns aufgelistet werden, rote bzw. grüne Balken vorhanden sind, und wenn jetzt jemand angeschossen wird, dann wird dieser Balken dort etwas runtergehen. Das heißt, diese Balken symbolisieren im Grunde die Lebensanzahl. Wir sehen auch, dass die Balken hier bei jedem gleich groß sind, das heißt, es ist unabhängig davon, wie viel Leben jemand hat, sondern es wird dann, glaube ich, prozentual abgezogen, da bin ich mir nicht ganz sicher. Was allerdings schade an dem Mod ist und Probleme verursachen kann, ist, dass er zum einen auf XVM basiert, zum anderen ja auf eine etwas veraltete Version von XVM basiert, und wir sehen jetzt hier, da gehen schon die Leben runter. Wie gesagt, er basiert auf einer etwas veraltete Version von XVM, das ist ziemlich schade, weil es dadurch zu einigen Problemen kommen kann. Die andere Sache ist, dadurch, dass er auf XVM basiert, ist es nicht möglich, ihn direkt mit seiner eigenen XVM-Config auf diese Art und Weise zu installieren. Das heißt, man müsste dann wahrscheinlich seine eigene XVM-Config bearbeiten, also dann nach den Stellen suchen, wo der Modmacher dieses Mods seine XVM-Config und alles bearbeitet hat. Nach den Stellen müsste man suchen und diese in seiner eigenen Config bearbeiten, um das halt mit seinem eigenen
mit seiner eigenen XVM-Version kombinieren zu können. Finde ich etwas schade, aber an sich ist dieser Mod eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich persönlich finde ihn ziemlich cool. Und ja, wenn euch dieser Mod gefallen hat, wenn euch das Tutorial gefallen hat, dann wäre es schön, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Oder wenn ihr mich abonnieren würdet, das hätte für euch den Vorteil, dass ihr wahrscheinlich kein Video mehr verpassen würdet. Und dann sehen wir uns im nächsten Tutorial sicherlich wieder. Bis zum nächsten Mal.